Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation. Hier waren wir in der letzten Folge stehen geblieben, nachdem ich hier unzählige Male gestorben bin durch das Alien. Hatte ich dann irgendwann auch die Lust ein bisschen dran verloren, muss ich schon zugeben. Das deprimiert auch ganz schön, wenn das Alien dich immer wieder im Krieg und du eigentlich keine Chance hast auszuweichen. So, das kennen wir ja alle schon. Und das habe ich mir alle schon mal irgendwie angeguckt. Wo stand denn jetzt nochmal der Code? Ich glaube, das stand hier, ne? Genau. 2505. Das haben wir uns alle schon angehört. 2505, ne? Wollen wir den nochmal eingeben? Beziehungsweise. Warte mal kurz, wir craften vielleicht erstmal, oder? Wie soll hier das funktionieren jetzt eigentlich? Wenn wir erstmal Molly craften fällt. Denn den könnte ich gleich gebrauchen. Super. Das reicht erstmal. So. Gut, ich weiß, dass das Alien hier langkommen muss. Die Schlüsselkarte kann ich leider noch nicht benutzen. Kann ich das hier einfach mal hier ranpinnen? Besuchern ist das Rauchen untersagt. Ich würde das halt gerne mal. Ist das hier? Ah. Ich habe mir gerade auch anders vorgestellt. Ich habe gedacht, man kann das. Ich habe gerade gedacht, man kann das irgendwie an die Wand binden, so klebetechnisch mäßig irgendwie. Und das explodiert jetzt trotzdem, wenn der lang läuft oder was? Ist mir gerade ein bisschen zu heikel, ob das wirklich explodieren würde. Weiß ich nämlich gerade nicht. Ich hole mir auf jeden Fall jetzt erstmal diese dämliche Karte. Oder besser gesagt, ich speichere vorher nochmal. Dann habe ich wenigstens das Molly schon mal gecraftet. So. Und dann habe ich auch den Sicherheitscode schon erfahren. Denn, das ist schon mal ein bisschen besser für mich. Oh, 2505. Gut, das habe ich schon mal. So, den nehme ich mit. Samuels, bin schon unterwegs. Das Alien aktiviere ich jetzt erstmal ganz gekonnt, nicht? Ich verstecke mich jetzt erstmal hier hinter. Hier ist irgendwie vorne draußen gerade. Jetzt aktiviere ich erstmal das hier weg. Ich hätte gerade einmal seine gerüpft. Hier. Schon mal mit alles. Das ist voll. Hier ist alles im Eimer, Samuels. Hä? Wollen wir mal kurz mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Da vorne soll ich hin. Dieses komische Bürountersuchung, aber ich werde erstmal hier nochmal ganz kurz umgucken. Das ist wirklich alles außer Kontrolle. Jetzt sind schon welche Leute. Was? Egal wer Sie sind, verschwinden Sie auf der Stelle. Ganz genau, wir sollten einfach getrennte Wege gehen, okay? Okay. Leider nicht gleich so abweisen zu mir, ich hab ja gar nicht getan, was will. So, ich hätte mal gerade die Abläufe hier ein bisschen. Ich glaube, hier bin ich beim besten Mal reingekommen, oder? Weil ich nochmal Schrott hier nehme ich mit. Dann werden sich die Szene jetzt ganz stark verändern, irgendwie, oder? Eigentlich da hinten, Alter. Gut, das hätte ja, würde hier eine Menge Möglichkeiten geben zu verstecken. Soll ich da hinten nochmal hinlaufen? Ich bin irgendwie noch unentschlossen, noch gerade ein bisschen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich heute schon war oder nicht. Ich habe irgendwie so ein bisschen die Orientierung verloren. Das Spiel muss ich nicht sagen. Weil wir auch das eine Mal so schnell weglaufen mussten von dem Alien. Was zum Teufel war denn? Bei uns läuft es nicht so gut und Sie machen es nicht gerade besser. Verschwinden Sie. Kein Stein. Und nur Ärger. Immer weiter. Okay. Ja schon. Die wollen mich anscheinend nicht da haben.
Hier liegt schon mal jemand, der wurde anscheinend schon mal ein bisschen... Samuels, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Rupi, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Ja gut, dann ich kann es nochmal. Ich greife ihn nochmal zu. Kurz auf den Sebastolink zu. Mhm. Okay. In dieser Anlage sind nichts Besonderes, sage ich mal. Falls Sie einen Menschen versorgen wollen, nehmen Sie dies bitte. Okay, wollen wir die Karte haben. Dörner, hier unten in San Cristobal ist was passiert. Sperren Sie alles ab, damit niemand den Tatort stört, bis Garcia mit der Spurensicherung kommt. Das bleibt vorerst unter uns. Absolute Verschwiegenheit. Auf der Station sollte jetzt wirklich besser keine Panik ausbrechen. Und noch was, wenn ich rausfinde, wer das an Ransom weitergegeben hat, dem werde ich seine Scheißdienstmarke zu fressen geben. Er taucht auf, faselt irgendwas von Sixten Sonderrechten und hat sich das ganze Theater aus nächster Nähe anschauen können. Dies ist ein ernstes Problem. Das Letzte, was ich brauche, ist, dass dieser Ransom Schwierigkeiten macht. Waits, Ende. Okay, es war Marshall Wade, der hat ja anscheinend ein paar Probleme gehabt mit irgendwelchen Leuten. Wow! Was ist das denn hier? Also doch. Wie kommt das denn auf einmal jetzt her? Will ich einfach nur weg gerade? Wo ist denn das jetzt hin eigentlich? Da ist es. Wow! Es ist aber auch eine miese Krücke, alter Schwede. Okay, da dachte ich, wir hätten das Alien irgendwie ausgetrickst so ein bisschen, aber anscheinend, ja, war es doch gar nicht so weit weg, wie ich dachte. Keine Ahnung. So, jetzt sehen wir dann nochmal der Schlüssel, den hole ich mir jetzt nochmal fix. So. Dann hole ich mir die Schlüsselkarte. Samuels, bin schon unterwegs. Dann aktiviere ich das ja mal erstmal fix, bevor das Alien wieder auftaucht. Worauf ich mich keine Lust habe. Die Molly kann ich gut gebrauchen. So, dann hole ich jetzt erstmal hier lang. Hier gibt nichts mehr. Ich werde es eh mal hier doch jetzt aktivieren. Mich dann einfach mal verkrümmeln. Ich laufe jetzt einfach mal hier rein. Hier ist alles im Eimer. So. Ihre Kuh-Nummer und so. Aber das Alien kommt jetzt nicht gleich hier rausgeschossen und findet uns. Ich werde was laufen. Okay, in der letzten Folge war es ja, stellen wir schon mega mies vom Alien. Da sind ja irgendwie immer wieder penetrant verfolgt hat. Okay, ich hoffe, dass ihn holt sich die anderen Überlebenden da und nicht uns. Oh, und das Ehen, das kann man ja nicht schnell weg. Ich habe da irgendwas gehört. Die Geräusche sind so unspezifisch. Jetzt ist das Alien gerade erstmal mit irgendwie anders beschäftigt. Glück. Oder auch nicht. Alien gibt mir aber auf den Sack, muss ich schon sagen. Irgendwie. Alien ist schon ein gefährlicher Gegner. Da ist es. Ich glaube, ich stiefel jetzt gerade mal weiter, oder? Also ein Glück. Ich sehe es gerade nicht. Ich hoffe mal, wenn es mich nicht sieht, sehe ich es auch nicht. So meine Theorie erstmal. Irgendwie weiß ich nicht, war letztes Mal war das hier irgendwie noch ein bisschen gereizt, habe ich das Gefühl gehabt. Oh. Gehen wir doch hier vorne. Ist das Rauchen unterwegs?
weiß nicht, ob das gerade hier in diese Richtung hält. Ich steck mich erstmal hier hinter kurz. Vielleicht macht das eh da gerade kurz einen Prozess mit diesen netten Herren da. Kummel mich mal kurz hier unter. Den hat das Alien bekommen, leider. Hier da vorne ist noch ein Schrank zu verstecken. Traut sich ja gar nicht irgendwo reinzulaufen. Ist echt direkt. Wenn man Angst hat, dass der Alien kommt gleich. Ich guck mal kurz auf die Karte, wo ich jetzt eigentlich so wirklich hin muss. Sie suchen sie. Hä, wie soll ich denn da hinkommen, Alter? Keine Ahnung. Mann, das ist irgendwie das ist extrem schlecht gelaunt gerade. Ist schon so aufgefallen, so ein bisschen. Geh weg, du dummes Alien, geh weg. Echt verdammt. Vielleicht braucht das Alien, es kommt in unsere Richtung gerade. Das ist da vorne. Es schleicht ja aber auch um das Alien. Hatten das uns hinten gesehen auf einmal? Ach, keine Ahnung. Okay, wir sind wieder hier ganz vorne irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich es hier irgendwann nochmal schaffe hier. Jedenfalls bis zum nächsten Zeigerpunkt schaffe. Ist mir auch gerade relativ egal. Ich will einfach nur dieses Alien irgendwie erledigen. Besser abwehren. Hallo, Kumpel. Wir werden, genau, die Schlüsselkarte mitnehmen. Schau mir aus. Bin schon unterwegs. Das aktiviere ich mal fit. Blöd. So. Sollen wir irgendwo hin? Ich habe keine Ahnung, warum wir hier hin sollen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das wirklich aktiviere jetzt. So. Ich bleib jetzt einfach mal kurz sitzen. Sehen und sehen, ich hoffe nicht, ne? Vorne ist der hier irgendwie. Wir gehen gerade im Feuer. Wenn ihr ernst habt. Dann ist hier gerade im Feuer oder was? Ich glaube, ich gehe noch auf einer Seite rum. Ich glaube, das Alien stand gerade im Feuer, oder? Habe ich mich da gerade verguckt? Da vorne sind wir wohl. Wie soll man denn da nicht hinkommen? Obwohl, ich geht ja wohl ein bisschen schlecht, oder? Ich meine, außer wenn man eh hier ist, dann kann man da durchhopsen. Aber ich glaube, ich habe ja eher nicht so eine Chance, da durchzukommen. Was aktivieren oder deaktivieren? Nein. Ja, wunderbar, das Alien kommt jetzt hier irgendwo raus. Da vorne ist es. Ja, geh mal da lang gehen, dann kann ich sehen, hier irgendwo mal. Mann. Das? Keine Ahnung, ich laufe hier jetzt einfach mal lang. Keine Ahnung, wo sitzt da ist. Hier mal verstecken, Fix. Ich glaube, das Alien ist gerade nicht so schlau. Alien, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, wenn ich hier... Okay, ich bin mal ganz anders hin. Mit meinem Glück sogar. Wo sollen wir denn jetzt eigentlich wirklich hin? Da wollen wir wirklich hin.
gleich alles am Kopf. Keine Ahnung. Aber sieht recht gut aus, oder? Das geht nicht mehr. Checker sagt ja. Oh ja, da ist es schon. Ich sehe schon. Nein. Okay, das ist erstmal weg. Perfekt. Das heißt, wir können erstmal kurz auf dieses Terminal hier zugreifen. Ich weiß nicht, was man machen soll. Ja, das war aber letztendlich eine mögliche erste Hilfe. Blutgutenschein geheim. Stellungnahme von mir. Okay, das ist, glaube ich, fast nicht. Ich kann hier meine Karte nochmal aktualisieren. Die ist jetzt leer. Das kommt jetzt gerade direkt hierher. Mal ein bisschen Elektroschocker-Munition aufgenommen. Okay, aber was soll ich denn hier eigentlich? Das habe ich noch nicht so ganz kapiert hier. Durchsuche die nach Informationen. Informationen? Ernsthaft, geht hier nur um Informationen, gell nicht? Okay, jetzt ist irgendwo auf der anderen Seite gerade. Was für eine Information soll hier denn noch sein? Also ich finde hier irgendwie keine weiteren Informationen mehr. Das ist da mein Problem so ein bisschen. Okay, unser Hauptziel ist halt die Medikamente finden, das habe ich schon kapiert. Nur das mit den Informationen, das durchsuchen Sie Lengards Büro nach Informationen. Den streifen wir wieder irgendwo rum. Ich glaube, es geht wirklich um die Rechner, aber was soll ich denn hier genau finden jetzt richtig? Ja gut, und jetzt? Totenschein. Ist ja nicht mal ein Auto drin oder so. Hier Lingard. Medizinische Offizierin Sevastopol-Station. Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich bezüglich des Indexpatienten der Anesidora unter Zwang gestellt wurde. Ransom. Seeksons Einsatzleiter. Er hat gewisse Drohungen gegen meine Karriere und meine Zulassung gemacht. Das will ich dokumentiert haben. Aber Gott steh mir bei. Diese Frau brauchte Hilfe. Ich wusste nicht, was für ein Parasit das war. Aber er hat etwas in ihrem Inneren abgelegt. Es tut mir leid. Mir waren die Folgen nicht bewusst. Wie denn auch? Okay, das war das. Jetzt sind wir schon mal wieder ein kleines Stückchen schlauer. Jetzt wissen wir inzwischen schon, dass der Parasit also über die, wie jetzt hier? Über dieses andere Schiff da kam. Diese Frau diesen Parasiten da im Körper hatte anscheinend. Schnell weg hier. Hier kommt er wieder auf diese Richtung hier. Mhm.
Na, kommt das jetzt dann hier rein oder nicht? Ja. Leider ja. Sehen ist really, really unberechenbar. Und schon ist es weg. Wunderbar, das ist unsere Chance, mal hier weiterzukommen. Wir müssen uns unsere elektrische Kraft nehmen können. Natürlich kommt es genau darauf, wo wir hin müssen. Aber so habe ich es natürlich überhaupt nicht gern. Ich gehe jetzt mal hier rein. Ich glaube, hier war ich schon lange nicht mehr drin, oder? War ich überhaupt schon mal drin? Ja, hier war ich schon mal drin. Der hier ist irgendwo da hinten. Kommt hier wieder gestampfelt. Wieder hier rein. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht in diesen Raum rein, denn wir wollen sich ein paar Minuten hier drin aufhalten. Weil der Raum auch ziemlich groß ist. Na toll, es kommt natürlich genau in den Raum. Wie soll es natürlich auch anders sein? Wo ist denn das jetzt hin? Ich kann es hören, aber ich kann es gerade nicht sehen. Nein, du guckst hier jetzt nicht in die Reihe. Na toll. Ach, wie soll es anders sein? Guck doch genau da rein, wo ich bin. Wunderbar. Ey, die Mission ist hier aber auch echt verdammte Hacke nochmal, gar nicht so einfach. So. Ich brauche auf jeden Fall schon mal diese dämliche Schlüsselkarte da. Ich werde mir selber schon mal in den Weg freiräumen. Ich bin schon unterwegs. Indem ich hier hinten schon mal langlaufe. Na, du Hässler? Na? Keine Ahnung, das musste da jetzt wahrscheinlich so passieren. Es kommt immer genau da raus, wo du es nicht gebrauchen kannst, sehen. Da liegt echt noch, ob ich mir Molly mehr irgendwie irgendwann mal crafte. Dass ich einfach nur Duell jage. So. Samuels, bin schon unterwegs. Wo ist er denn jetzt, unser kleiner Süßer? Ein Wuckmacher? Irgendwo da hinten. So, jetzt muss ich hier ganz hinten wieder zurück. Vorne ist es also. Zum Glück, wir müssen durch hier rein. Perfekt. Den Alkohol da nehme ich noch mit. Das muss ich nochmal ficken. So, war hier noch mehr eigentlich? Ich glaube nur noch ein paar, ne? Wieso muss ich schon? Kann ich den eigentlich nachladen? Ah, interessant. So, ich hoffe mal, diesmal funktioniert das gleich und nicht, dass wir jetzt hier 5000 Mal drauf zugreifen müssen. Oder auch nicht. Hä? Jetzt mal hat das so auch funktioniert. Wir haben einfach auf die Datei hier unten zugehört. Ah, man muss darauf. Okay, das kennen wir ja nur inzwischen schon. So, ich verkriege mich mal erstmal wieder. Denn das Ehen, glaube ich, kommt jetzt irgendwie in diese Nähe, oder? Halt mal schon den Elektroschocker bereit. Ich habe keine Lust auf das Ehen. Also der Film hat zumindest geklappt, den mit dem Elektroschocker das Ehen kurzzeitig abzuwehren. Ich weiß nicht, ob das hier im Spiel auch klappt. Dafür habe ich noch nicht genug gespielt, leider. Hier ist eh nicht hier vorne, wo? Lass mich mal sehen. Okay, wenn wir das gehört haben, kann das Ian das auch gehört haben. Also wird es gleich hier auf dem Weg sein. Na? Da hier vorne irgendwo. Da streift es rum.
Wir gehen jetzt mal schlicht in diesen Weg, genau. Mal einen kurzen Moment, wo man meine Knie rücken zuwehren kann. Schon mal schön. Aber sie appelliert natürlich genau da, wo wir eigentlich hin müssen. Wir müssen immer noch irgendwie am E vorbeikommen. Boah, du kannst doch nicht mal die Zeit, dich schnell genug umzudrehen, um den einen rüber zu zwiebeln. Trabelhändchen. Lecker. Du hast nicht mal die Zeit, um dich ordentlich umzudrehen, Alter. Vielleicht hätte ich da nicht auf Mittel stellen sollen. Kann man das im Nachhinein noch irgendwie ändern? Eine gute Frage gerade, ne? Kann man das im Nachhinein noch irgendwie ändern, dass man den Schwierigkeitsgrad ändert? Spielen? Ja, man könnte sogar den Schwierigkeitsgrad noch runtersetzen. Bin fast versucht, das mal auszuprobieren. Obwohl es natürlich auch doof ist. Okay, ich versuche mal nochmal mein Glück. Bin schon unterwegs. Hier ist noch kein Alien in Sicht. Da vorne blinkert mal was auch ganz nett. Nicht so einfach, mal an dem Alien vorbeizukommen, das ist das Problem. Mal, dass eh noch relativ schnell ist. Wo ist denn das Alien hier? Irgendwo da auf der rechten Seite. Ich will hier einfach nur mal vorbei. Also gehe ich hier. Nehmen wir noch schnell alle Sachen ein. Karte natürlich ganz wichtig. Das ist hier vorne mit dem. Okay, jetzt mal schnell die Elektroschocker-Munition eingesammelt. Mal nachladen. So, und dann wollen wir mal auf das Terminal zugreifen. Jetzt wissen wir ja, was das eigentlich Wichtige hier bloß ist. Das ist unten. So, jetzt überspringe ich mal fix, denn das haben wir schon gesehen. Schnell den Schrank rein. Den hier habe ich fast eh nicht wirklich kommt, den Raum ein bisschen besser, um sich zu schwirren. Der den streit gerade da hinten rum. Eine Chance erstmal zu laufen. Boah, ich wollte das gerade mit dem Elektroschocker abwehren. Die miese Krücke, Alter. Du kleine miese Krücke. Ich frage mich, wofür haben wir überhaupt den Elektroschocker, wenn wir den gar nicht bei dem Alien benutzen können. Das bringt ja dann gar nicht. Ich will jetzt hier und machst und das bringt nichts. Ja, ich frage mich, ob wir in dieser Folge überhaupt noch mal irgendwie irgendwo hinkommen. So. Kann ich auch gleich das Molly nehmen, also Molly nehmen und drauf werfen, oder nicht? So, vielleicht fällt mir den Tracker noch dran. Man kann ja nie wissen. Soll der Elektroschocker nur für Menschen sein, oder was? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht ist hier noch was drin, ich nehme ich noch mit. Hier lag auch noch irgendwo was. Irgendwo. Ist gut. Da, da passt. Die Sensoren nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Kann ich hier nochmal irgendwie fürs Molly benutzen. Da Interferenzen. Ich hab hier schnell genug reingeschafft, zum Glück. Okay. Elektroschocker-Munition. Immer gut. Was auch ein bisschen mies ist, dass das Spiel nicht pausiert, wenn man eine Waffe wechselt. Das ist wirklich sehr gemein. Da vorne vergessen.
Das wollte ich immer schnell. Voll. Ladungspack voll. Okay, jetzt werde ich nochmal kurz ins Craft-Menü gehen. Vielleicht kann ich ja irgendwo noch was anbasteln. Was ist das? Dann wird er noch ein bisschen senken. Es fehlt nur noch ein Teil, dann habt ihr alles zusammengesammelt. So, und jetzt nochmal die Rohrbombe fix. Kann ich bestimmt noch das Ladungsdeck noch mitnehmen, oder? Inventar trotzdem voll. Schade, kann man nicht mitnehmen. Ich hab den Platz mehr. So, jetzt zeige ich erstmal hier drauf fix. So. Hier, lass mal fix raus, bevor das Ding kommt. Wir aber springen, das kennen wir nämlich schon. Scheiße! Das hat ihn aufgewühlt anscheinend. Aber ich hoffe nicht, dass durch Feuer gelaufen kommt. Kommst du nicht durch hier? Da vorne ist er. Dann da vorne war ich gerade. Okay, ich mach mich mal hier auf den Weg hier. Irgendwo weg. Das ist sehr gut. Ich bin aber auch gerade nicht gebraucht. Okay, das ist irgendwo ganz anders gelaufen. Ich werde mich versuchen, jetzt nochmal fix hier zu speichern, weil die nächste Brücke wiederkommt. Oh, das haben wir schon mal geschafft. Ich habe ein kleines Stückchen Erfolg. Auch nur ein kleiner Erfolg gerade. Aber Erfolg ist Erfolg. So, weiterlaufen. Schlüsselkarte benötigt ist. Haben wir. So. Kann ich noch ein paar Sachen mit? So wie das. Hier ist alles im Eimer serviert. Das ist aber auch gar nicht so schlimm für mich eigentlich. Hier ist noch ein Problem. Ich muss hier noch ein bisschen reingucken. Eine neue Verkabelung wäre nicht schlecht. Irgendwas stiefelt hier gerade wieder rum. Man irgendwo weiter Kabel hier? Das bräuchte ich gerade. Das ist eh hier. Das ist ja ein eh hier. Ich frage mich, warum ich das hier hinter mal sieht, das verstehe ich noch nicht so ganz, warum ich das da sieht. Ich meine, klar, der Raum ist relativ hell, aber trotzdem mal. Das, normalerweise sollte mich das hier hinter trotzdem nicht sehen. Weil in dem Raum auch keine anderen großen Möglichkeiten sind, sich zu verstecken. Oh! Okay, diesmal mit dem Alien direkt in die Arme gelaufen. Ich frage mich, wie oft ich hier noch sterben werde. Ich will mal nachher echt mal dieses Limit sehen da. Ich weiß nicht. Also wenn es hier ein Limit gibt, das wird glaube ich alle Limits schon überschritten. Okay, ich will einfach eigentlich nur noch weg. Möglicherweise ist Alien jetzt auch schon auf dieser Seite. Ich weiß nicht warum, aber... Den geht mir auf den Sack. Irgendwie aber. Okay, jetzt glaube ich gerade in die Lüftung gesprungen, oder? Ja. Weil du weißt auch nicht, alles im Eimer, wo das hier am Ende wieder rauskommt, ne? Solche Szenen machen die Sache gerade nicht besser. Weil man kann sich gut von Alien verstecken stellenweise.
haben die schon echt gut gemacht, aber man ist dem auch teilweise echt verdammt hilflos ausgeliefert. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ey, hier muss es auch noch ein Kabel geben oder sowas. Man ist jetzt schließen. Nee, weil das Schlimme ist, das Alien kann hier rein und nicht einfach mal hier links. Den schleicht hier aber auch immer so rum. Na komm, Kumpel, geh weiter. Hier gibt's nichts zu gucken. Okay, jetzt läuft jetzt erstmal Apparat weiter zum Glück. Ich guck mich hier nochmal ganz kurz um. Ich muss schon sagen, seit der letzten oder vorletzten Folge die Aggressivität ist aber auch akkurat zugenommen. Ich habe jetzt gerade so immer das Gefühl, ist noch aufmerksamer geworden, ist noch aggressiver geworden. Alles klar. Hier, ich gehe hier mal kurz rein. Ich glaube, hier muss ich rein. Gott, ich bin nicht mehr. Wir brauchen diese Technik. Samuel, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Rupi, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir ihn gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. So. Mhm. Wie spielt das Ding gerade gerade zurück, oder? Da vorne ist das Alien schon mal. Das kann hier nicht rein, oder? Außer von da, wo ich reingekommen bin. Ich war hier nämlich noch ganz Terminal eigentlich gerade fertig. Hallo? Terminal? Müssen doch ein bisschen gucken, was hier immer so steht. Das ist ja ein bisschen Deckhorn, das glaube ich. Okay, hier steht nichts dabei. Turner, hier unten in San Cristobal ist was passiert. Sperren Sie alles ab, damit niemand den Tatort stört, bis Garcia mit der Spurensicherung kommt. Das bleibt vorerst unter uns. Absolute Verschwiegenheit. Auf der Station sollte jetzt wirklich besser keine Panik ausbrechen. Und noch was, wenn ich rausfinde, wer das an Ransom weitergegeben hat, dem werde ich seine Scheißdienst machen. Okay, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Den Spruch kennen wir übrigens schon. Da ganz hinten sollen wir hin. Also müssen wir ja wieder über die halbe Station schleichen. Boah, hier links raus und dann nochmal einen Raum zu fressen geben. Er taucht auf, faselt irgendwas von Sixen Sonderrechten und hat sich das ganze Theater aus nächster Nähe anschauen können. Dies ist ein ernstes Problem. Das Letzte, was ich brauche, ist, dass dieser Ransom Schwierigkeiten macht. Waits, Ende. Warum sind hier mehrere Aliens, Alter? Ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt erst konzentrieren soll gerade, das ist mein Problem. Es sind so viele Punkte stellenweise. Ich glaube, ich werde jetzt hier mal kurz rausgucken. Hier ist noch ein Vorraum, hier gehen wir mal kurz. Mal einen Schritt holen. Ich glaube, am besten wirklich, wenn man einfach dieser Beschreibung hier folgt. Diesen Buttons folgt. Da liegt noch was drauf, aber war voll. Bin ich jetzt hier ganz außen? Okay, ich bin jetzt hier und ich muss im nächsten Gang nach links. Oh, definitiv. Ich weiß gar nicht, ob ich in dem Raum da drin war. Ich glaube, ich werde aber gar nicht nochmal dahin laufen. Guck. Besuchern ist das Rauchen untersagt. Ich bin ja kein Besucherkumpel. Ich bin ja
Mehlpause. Genau, das war dieser ähnliche große Raum. Wollt ihr noch? Die Mini-Raum, ich ja. Das ist ja Mini-Raum. Ich will einfach nur meine Familie. Mehr will ich gar nicht. Okay, hier sind irgendwelche Soldaten. Und das könnte natürlich die Aufmerksamkeit des Aliens auf sich und ziehen. Auf der anderen Seite haben die wieder Munition dabei, die ich vielleicht nochmal irgendwann gebräuchten kann. Ja, da kommt ein Rundschritt. Das muss das Alien sein. Wir gehen mal entdecken selbst. Und ich möchte nicht vom Alien gefressen werden. Was ist denn jetzt? Da ist es. Vorhin habe ich ja nur schon getötet. Ich kann das hier nicht mehr töten, zum Glück. Guckst du nicht unter, du dummes Alien. Geh schön weiter. Okay, ich wollte dem Alien gerade mit dem Elfenschokal drüber zwiebeln. Das Alien hat schon runtergeguckt, aber... nicht gesehen. Schon ganz nur nach. Das ist nicht schlau, das Alien. Das stellen wir jetzt schon, aber manchmal auch nicht. Und das ist das Problem. Das ist gerade das Problem, dass das Alien schlau ist. War nicht so schlau. Ich werde verdammt. Alles Größe, was ich brauche. Ich hab da sogar das davon abgehört. Okay, damit sollte eigentlich bewiesen sein, der Elektroschocker bringt beim Alien nicht gar nichts. Er ist wahrscheinlich nur Attrappe. Okay, was brauchen wir dann? Die Rohrbombe oder was? Okay, jetzt wissen wir schon, dass wir hier durch müssen und Medikit holen müssen. Ich bin letztens, also ich bin hier einen mega komplizierten Weg gegangen. Oh, das ist Alien schon. Hier läuft halt zum Glück gerade ein Weg lang. Okay, jetzt ist das der zweite Raum. Hier ist alles im Eimer serviert. So. Da sind wir falsch. Hier lang. Jetzt war was drin, aber das brauchen wir nicht wirklich. Das ist die Sache. Wir wollen ja nicht so reingehen, weil wir uns eigentlich nicht wirklich brauchen. Ne? Weil hier brauchen wir ein paar Sachen wirklich. Hier sind eine Menge Interferenzen, das Problem auch schlimmerweise. Samuel, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Rupi, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Leider hat er dann ganz unrecht. Wir das hören, kann das die Kreatur auch hören. Das ist natürlich absolut korrekt. So, ich will hier nur noch mal kurz. So. Aber ich hoffe, die Kreatur ist nicht so schlau wie wir. Und kann nochmal Sachen ignorieren. Okay, ich werde mich jetzt mal auf den Marker da oben beschränken. Aber wenn ich damit nicht alle Gegner im Raum vielleicht mit kann immer. Das möchte ich auch gar nicht immer. Hier hat jemand anscheinend gerade jemanden erwischt. Vielleicht rast ich jetzt nicht einfach. Okay, die Kreatur ist schon verdammt rachsüchtig.
Wow! Okay, ich kann irgendwie nicht einschätzen, so wirklich, wann das Alien uns sehen könnte und wann nicht. Das haben sie ein bisschen komisch gemacht. Wie gesagt, manchmal kann man dem Alien fast die Füße besohlen und manchmal die auf 3000 Meter so ungefähr. Das ist die Scheiße bis jetzt so in dem Spiel. Manchmal so komisch deklariert ist. Ihr seht nur, dass es Alien hier durchkommt. Na, die Tür öffnen kann das ja zum Glück noch nicht. Aber wir können die Tür öffnen. Tun wir das doch mal. Okay, jetzt hat das ihn irgendwen getötet anscheinend. Ich glaube, es kommt hierher. Hier ist alles im Eimer zerbrannt. Okay, ich will bloß gerade hier hin. Alter. Okay, ich möchte echt mal einen Speedrun ansehen. Wer das hier in einem Tisch spielt, wahrscheinlich in 20 Minuten. Der, ja. Auf ganz schwer, das wär's. Ich glaube, das ist selbst auch ganz schwer, kaum löst man das Spiel. Also, ich muss schon sagen, auf Mittel bin ich schon arg angefressen gerade. Im Schwierigkeitsgrad. Wir spielen immerhin nur auf Mittel, ne? Also das darf man nicht vergessen. Noch zwei Schwierigkeitsgrade darüber. Die möchte ich aber gar nicht wissen. Ich glaube, einer heißt, du weinst heute Abend nur noch nicht in den Schlaf oder so. So würde ich das, würde ich die betiteln. Deswegen kommt es wieder hier lang. Warte, wir sehen wohl noch nicht. Das wird man nicht glauben. Ich glaube, das lenkt zu viel Aufmerksamkeit auf uns. Die jetzt nehmen wir mal hier rein. Wir diese scheiß Ladungsdynamen einfach nur noch verzwiebeln. Samuel, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Okay, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Natürlich, die Kreatur kommt natürlich jetzt genau hierher. Die Anlage sind Synthetenkrankenfehler tätig. Falls Sie lieber von einem Menschen versorgen werden wollen, melden Sie dies bitte. Ich mich gerne von einem Alien versorgen lassen. Ach, da ist ja schon ein Dr. Alien. Na, wie sieht's aus? Zum Glück ist er hier noch durchgestiefelt. Hat mich nicht weiter bemerkt. Vielleicht kommt. Gibt's nicht auch mal eine Errungenschaft, so du hast genug gelitten, Freund, oder sowas. Du hast einen neuen Kill-Report, neuen Suicide-Report gebrochen, sozusagen. Jetzt ist das eben komischerweise auf der Seite. Ich habe keine Ahnung warum. Ich nehme mich trotzdem einfach mal hier rein. Nur die wichtigen Sachen und dann mache ich mich vom Marker. Hier ist alles im Eimer verirrt. So wie ich es doch immer mache. Den kann einen wirklich schon auf ein paar Kilometer sehen bald. Das ist das Miese an dem Spiel. Ich mache echt drei Kreuze, wenn ich zu diesem falschen Punkt komme. Ich kann einfach nur mal weg, Alter. Samuel, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Hast du leider... Ist ja nicht unrecht. Problem ist bloß, dass die Kreatur auch nicht gerade dumm ist. Stellenweise. Okay, zwei Punkte, das ist das Alien hier vorne definitiv. Alter, riecht der mich oder was? Das kann doch nicht sein, das ist doch vollkommen übertrieben, stellenweise, das Spiel. Du kannst ja machen, was du willst, Alter.
glaube, ich motte mir mal einen Raketwerfer hier rein mit. Dann kann ich das eh mal mit dem Raketwerfer ein bisschen bearbeiten, so. Das wär's doch. Aber jedes Mal ist die Situation mal in Kleinigkeit anders. Das ist mir schon aufgefallen. Das finde ich gut, das macht... Hier ist alles im Eimer serviert. Das macht Spaß. Aber das Ehen ist halt... auch so ein kleiner Nervenholzpunkt. Okay, machen wir weg. Vielleicht noch den Tracker an, teilweise. Man darf sich ja nicht so laut bewegen. Ich kenne schon definitiv ein ganz schöner Jäger. Der ist schon nicht so dein Freund, der ist schon so... Alter, pass auf, ich mach dir Messer. Samuels, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Rupi, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Jetzt woanders lang. Ich versuche jetzt nochmal mein Glück, mich hier wegzuschleichen. So, blödes Alien, lass mich in Ruhe, fick hacken oder so. Nein, weil dieses Messer kommt dann natürlich wieder zurück. Ich wüsste echt mal, wo er das mal weiß. Ich habe keine Ahnung, wovon das Alien überhaupt, wie das Alien uns immer so richtig mitbekommt. Also das habe ich irgendwie noch nicht geschnallt. Übersteigt meine Vorstellungskraft. Ich meine, der ist ja wirklich der Alien, das ist ja mega Alien. Sollte ja mehr als nur normal verboten werden. Ich meine, wenn ich hier so ein Ding dran habe, so ein Molly, durch den Feuer, kann ich mir schon vorstellen, dass er da die Hitze signalisiert und dann das mitbekommt, dass er. Das ist auch noch logisch. Hier ist alles im Eimer serviert. Aber manch anderen oder die Idee von mir hin verstehe ich nicht so ganz. Oder steigen meine Vorstellungskraft. Dass ich so einmal derartig gut Samuel, sehen kann. Ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Rupi, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Leider ja. Übergangspatienten müssen ihre Crewnummer und Endungszulassung angeben. Zeigt das so mich? Ich renne. Denn ich weiß, das Ehen kommt da hinten wieder lang gestiefelt gleich. Jedenfalls war es ja immer sonst so anders. Ganz hören. Dass man sich im Schrank nicht gucken kann, das wäre noch geil gekommen. Wo ist es jetzt hin? Das ist auch das Problem. Dass wir irgendwo stehen. Und dann, marscht es dich irgendwann an, sozusagen. Ich glaube, ich bin ganz nicht mehr vorbei. Der sucht aber echt verdammt gut das Alien. Gehst du weg? Ich will mich verarscht von mir. Tut mir leid. Ich will nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Also dieses Alien, das arscht mich an, Alter. Entschuldigung bitte, aber das arscht wirklich gerade sehr doll. Das Alien ist stellenweise so unverschämt stark gemacht. Selbst nur für Schwierigkeitsgrad Mittel sollte das normalerweise nicht so. Verarscht. Ist alles im Eimer serviert.
und sehr schnell stark gefunden. Das ist mein Problem gerade. Was ich mit dem Kollegen noch habe. Dass er immer so unverschämt stark gemacht ist. Ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Okay, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Die immer die Szene ein bisschen anders anscheinend. Ich weiß auch gar nicht, auf welche Punkte ich hier alle achten soll. Ich weiß noch nicht. Das Papier. Ich, Alter. Als mit ein Alien. Was war das? War ich. Oder die Kasse. Das andere bringt mir gerade nichts. Aber dann hat er verdammt überlegt. Ja, ja. Alter, wie ist denn das hier aufgebaut alles? Okay, da geht's rum anscheinend. Hier sollen wir hin. Ich weiß gar nicht. Ich laufe nochmal wirklich hin. Ich will. So ist. Ich glaube, das Alien kommt jetzt nicht gleich hinterher gestiefelt. Notfallregelung? Das ist eine Neuverkabelung, wa? Das ist eine Neuverkabelung. Die könnte man mal attraktiv anzapfen. Dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher werden hier. Ist das irgendwie eine Regel? Habe ich gerade wirklich gefragt? Ich hätte nicht fragen sollen. Gehst du weiter? Braves Alien. Ich glaube, ich überziehe gerade schon wieder die Länge der Folge. Ist mir aber auch gerade relativ egal. Ich will einfach noch diese scheiß Alien loswerden. Nur Fallüberbrückung. Oh, da war gerade das Alien, das hat es nicht gesehen. Keine Ahnung, wo das eh immer hingeht. Ich will nochmal kurz auf den Rastelink zugreifen. Ich glaube, man hat hier, hätte gar nicht die Zeit, um das alles abzulesen. Okay. Molly, Lingard hier. Die Marshals wollen, dass wir jetzt nach dem Vorfall die Krankenstation absperren. Sie schicken ein Team, um herauszufinden, was die Patientin eingeschleppt hat. Ich habe ihnen gesagt, dass es schnell war, aber sie scheinen überzeugt, dass sie es einfangen können. Sie haben Netze. Ich werde draußen ein vorübergehendes Krankenzentrum aufbauen. Sie haben vorübergehend das Kommando. Lassen Sie Kuhlmann nicht rein, was er auch sagt. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass er sich in Gegenwart von Marshall Waits medizinisch selbst versorgt. Diese tolle Station geht auch noch nach beiden Seiten auf, ist wunderbar. Genau so, was man gebrauchen kann. Ich weiß nicht, was die Kraft ist. Der Mensch in der Kreuzgröße vermuten, dass es gerade rausgeht. Da ist der Mensch gerade. Also ich habe mal ein bisschen Zeit, hier ein bisschen rumzuglüpschen. So, mal ausstehen, rumglüpschen. Dann ein paar Sachen einsammeln. Mal gebrauchen können. Ich habe nicht meinen Molly weggeworfen. Das war vielleicht nicht gerade clever. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht, dass das Problem ist, clever war oder nicht clever war. Ich will hier noch mal kurz reingucken. Das Alien kommt, ich muss hier rein. Wenn Sie lieber für einen Menschenversorgung werden wollen, melden Sie dies bitte.
Schlüssel drin, oder? Ich wusste gar nicht, dass hier so viel Krieg, so viel Weg ist. Ich hoffe, dass Ehen kann hier nicht auch reinkommen. Das, hier drin ist nämlich vollkommen wehrlos. Gelandet. Okay, was ist das mein Primärziel? Verfahren, das haben wir doch gemacht gerade. Treibt hier gerade irgendwo durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung wo. Übergangspatienten müssen ihre Crewnummer und Andockzulassung abgeben. Oh. Wow! Scheiß die Wand an. Ah nein, das ist alles jetzt wirklich normal alles. Ich krieg ein zu viel. Ich krieg echt ein zu viel. Oh nein! Ich will das nicht mehr machen. Warum sind wir denn jetzt hier vorne gelandet? Du scheiß Alien, Alter! Leck mir doch die Taschen. Vorne ist es. Ich hoffe, es kommt gerade nicht hier rein. Wir haben ja jetzt richtig viel geschafft in der Folge, wa? Wie weit sind wir gekommen? Ein Speicherpunkt weiter? Wunderbar. Ich weiß, das ist der gleiche Speicherpunkt wie vorher noch. Nur ein paar Minuten später oder so. Also, geil. Geht geil bis jetzt im Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Spiel ich jetzt gerade beim ersten Mal gespielt habe. Aber es war auf jeden Fall bedeutend. Leichter. Bedeutend gar kein Vergleich dazu. Ich werde ja die Sache da jetzt zurücklassen, aber... Hier ist alles im Eimer serviert. Ich komme Ihnen jetzt wieder hier getötet werden. Wenn sich diese hässliche Krücke nicht immer zu bewegen. So ist sie leider doch da. Und es ist schon schlimm genug, dass jemand so da ist. Und auf den Sack gehen will. Und auch auf den Sack geht. Samuels, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Ripley, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Stimmt leider. Okay, ich hoffe, wir sehen die Kreatur jetzt nicht allzu oft. Wir sollen mal rum. Wer ist da? Ich hab gesagt, abhauen! Das ist deine letzte Chance, hier abzuhauen. Entweder du oder ich. Oder das Alien. Du bist echt so dämlich, wie? Nein.
Besser das Ehen von uns hier umgebracht und nicht schlecht. Sehr nett von dir, Ehen. Oder auch nicht so nett. Wie gesagt, das größte Problem bei dem Spiel ist eigentlich einzuschätzen. Das macht das Ehen als nächstes. Kommt hier vorne. Wie wird das jetzt lang? In unserer Richtung. Nee, es ist nämlich doch schon gekrabbelt. Okay, den hat er umgebracht. Dem ist nichts übrig geblieben, leider. Ich weiß gar nicht, lag hier eigentlich noch irgendwo was. Ich war ja beim letzten Mal, glaube ich, gar nicht in den Raum so genau angeschaut, weil ich auch immer am Zeitdruck war. Anscheinend zu, wa? Der Empfang ist Sperrgebiet. Ich kann nicht näher rangehen. Das ist der einzige Weg. Ripley, das ist ein Krankenhaus. Evakuierungsverfahren müssen eingeleitet werden. Okay. Also muss ich doch da hinten lang. Wo ich mal zu Land gewesen wandert bin. Und das Ehen kommt hier irgendwann mal wieder lang. Das Problem ist also, wenn das Ehen uns sieht. Also wenn wir das Ehen sehen, sieht es uns leider auch. Wird dann leider ein bisschen San Cristobal Krankenstation empfiehlt Sixo Krankenversicherung. Fürsorge fernab der Heimat. Das ist das Problem, was wir so haben mit dem wir sehen so unglaublich schlau ist. Unglaublich. Jetzt kommt hierher. Geht mein Wesen ja noch in die Funk zum Verstecken, das ist ja noch relativ gut, aber sonst bist du angearscht. Wo ist es denn jetzt? Hm? Was läuft da wieder hinten lang? So ein Rad nochmal fix mal zu craften. Und zwar mal schnell Molly zu craften noch. Ich glaube, die kann ich echt gut gegen das Ehen gebrauchen. Ich glaube, das Ehen kommt schon wieder. Ich verkrümmel mich aber wirklich mal wieder hier. Okay, vorhin bin ich da reingekrabbelt. Das hat mir sehr viel geholfen eigentlich. Da ist nochmal ein Tüdel. Ladungsplatz. Ich weiß gerade nicht, was geht. Mein Problem. Ich dachte, man darf das Ehen hier nicht aus den Augen lassen. Denn das ist wirklich tödlich, weil ich will ihn da aber auch eigentlich nicht umbringen. Ich glaube, das hat doch das Ehen schon. Und dann bin ich weiter. Ehen kommt in meine Richtung. Was läuft da gerade lang? In dieser Anlage sind Synthetenkrankenpfleger tätig. Falls Sie lieber von einem Menschen versorgt werden wollen, melden Sie dies bitte. Alles nur nicht Dr. Alien. Wo ist das Alien jetzt? Hm, das ist auch eine doofe Sache. Bei dem Ding stehen bleiben, das ist gar keine gute Idee. Leider. Dann holt uns das Ehen so wie vorhin schon mal. Einmal schön von oben. Tür verschlossen. Also man muss attraktiv noch darauf achten, dass man nicht unbedingt unter so einem Netzpunkt schaffen wird. Forever. Okay, das Ehen ist anscheinend da drin. Ne? Weil es bewegt sich anscheinend nicht mehr. Wir müssen, dass wir genau da rein müssen. Wollen wir den Raum mal kurz angucken. Ich
war sie hinter nach hier. Hier kein Speicherpunkt mehr. Keine Ahnung, das geht aber. Ich will jetzt einfach speichern, Alter. Ich will einfach nur speichern. Oh, wir haben einen zweiten Speicherpunkt geschafft in diesem Spiel. Also beziehungsweise in dieser Session. Das ist ja nie so einfach alles. Was nehme ich mit? Ach, ich habe hier schon mal eine Überbrückung, die muss ich mal aktivieren. Ich will aktivieren. Ja. Volle Powerkumpel. Bitte. Ich sag mir, dass ich sollte schon mal nicht da hinten langlaufen, wo die ganzen Wirkungsschächte sind. Denn da kann ich mal ganz schnell Alien-Futter werden. Auf der anderen Seite wird man hier so schön angeleuchtet. Ich glaube, man kann da nachher rein, wa? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ein Toter, den werde ich nochmal durchsuchen. Ich könnte es auch jetzt jeden Moment sein, dass es Alien aus dem Lüftungsschacht raus und uns unschönerweise Kram machen möchte. Das wäre wirklich kacke. So, hier ist der zweite Lüftungsschacht. Da unten sind wir nicht durchgekrabbelt. Verdeckt, du dummes Alien. Ich habe keine Lust, euch nochmal gefressen zu werden. Na, komm schon. Diese Retro-Stromgeneratoren, Alter, die bringen es voll. So, das Ding geht jetzt schon mal. Mach das nicht mehr, wirklich. Wo ist das Alien jetzt hier im Baum wahrscheinlich? Da vorne irgendwo? Nein, das ist ein Synthet. So, jetzt haben wir es natürlich auch noch mit Syntheten zu tun. Also nicht nur Alien, sondern auch Syntheten. Ripley, alles in Ordnung? Ripley! Nicht jetzt! Was sollen wir denn jetzt eigentlich machen? Ja, die soll ich einleiten, okay. Das ist mal eine Frage. Bitte. Was ist das jetzt? Was natürlich richtig geil wäre, wenn, wo soll ich denn jetzt eigentlich hin? Was, da hinten soll ich hin? Wenn der ernsthaft ist, dann bist du ganz unglaublich, wie jetzt nochmal ein Spektrum gibt. Natürlich richtig geil, wenn das Alien jetzt auf den Synthetik treffen würde. Und den Klapp machen würde. Wir sehen uns in der nächsten Folge bestimmt wieder. Ciao.